Genau, ich biete an, ihr dürft eine Minute in Johnny the Bananas Haus sein und kassiert dafür Geld, aber sagt ihr nix. Deswegen stinkt es bei mir immer so nach Angst, Hass und Verzweiflung. Jetzt krieg ich die ganze Zeit bestimmt Cobblestones. Ich will doch direkt. Jetzt Diarrhoe, das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße, Diarrhoe. Diarrhoe zu haben ist richtig kacke. Kacke, kacke, was ist? Ich hab Diarrhoe. Schön, dass das Niveau erhalten bleibt auf diesem Niveau. Ja, natürlich, muss auch sein. Sonst werden wir nie erwachsen. Nein, aber heute bin ich richtig gut drauf. Let's Player werden nicht erwachsen. Wollte ich nur mal so vorwarnen. Ja, die bleiben dass ewig. Du vorgewarnt bist für die nächsten paar Jahre. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich meine, seit ich 6 bin. Nee, schon immer war ich irgendwie ein bisschen sonderbar. Ja, wir lieben unseren Johnny. Ich liebe meinen Johnny. Wer ist dein Johnny? Du bist mein Johnny. Nicht? Ganz genau. Wer ist dein Johnny? Musst du sagen, du bist mein Johnny. Du bist mein Johnny. Du brauchst nicht flüstern. Ich habe nur geflüstert, damit die Zuschauer nicht erfahren, dass ich dir durch Flüstern Hinweise gebe. Okay. Ich habe meinen Text vergessen. Das macht nichts. Ich habe meinen auch vergessen. Lass uns vom Thema ablenken. Diarrhoe. Spiel einfach irgendwas. Plötzlich so ein Typ mit Klavier im Hintergrund. Ja, das hätte ich mal einbauen müssen. Weißt du, das mache ich mal. Ich baue hier so eine Klaviermelodie ein. Ja, das ist so cool. Mann, ihr müsst mal alle Family Guy gucken. Nicht, oder einfach die ganze Serie von Let's Play Together, Take It Light Together. Was? Let's Play Together, Take It Light. Let's Play Together, Take It Together. Klammern together. Hashtag Diarrhoe. Okay, jetzt ist nicht mehr witzig. Jetzt habe ich irgendwie. Aber langsam fange ich wieder an, wenn ich an Simbabwe denke, dass ich schmunzel. Weil es ist einfach so ein lustiges, ulkiges Wort. Vielleicht bin ich auch einfach nur geistig behindert, ich weiß es nicht. Das erfährst du, wenn das Licht angeht. LOL, guck mal auf die Minimap. Mann, bin ich gut. Läuft. Und dann mach gleich mal dieses hässliche Teil da weg. Weil es wäre zu viel Arbeit, wenn ich das von Hand mache. Man versteht mich nicht falsch. Nee, das hätte ich auch nicht von dir erwartet. Ja, ich kann gut Handarbeit, ne? Also ich habe viel positive Resümees bekommen von einigen Damen aus Zimbabwe. Und glaub mir, da braucht man schon. Aber weißt du, was ich echt krank finde? Große, was? Weißt du, was ich echt krank finde? Also das erste eher nicht so, das ist halt Modesache, aber in vielen Ländern von Afrika ist es ja ein Schönheitsbild, dick zu sein, ne? Ja. Weil das vermittelt einem, oh, gut ernährt. Also gut essen. Ja. So, deswegen haben die da so ein Schönheitsbild. Und es gibt so eine Art, ich sag mal stumpf, Schule, wo die ihre Mädchen hin, also wo die ihre Töchter hinschicken, wenn die viel Geld haben, wo die gemästet werden. Da werden die richtig gezwungen, ganz viel zu essen. Wenn die das nicht essen, dann, also wenn die das auskotzen wieder, dann werden die gezwungen, ihre Kotze zu essen. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Alter. So eine Dingsens gibt's. Und die messen die dann so richtig, und wenn die richtig fett sind, dürfen sie wieder gehen. Und die sind da richtig, also die peitschen so aus und alles. Das ist Alter, krank, das ist richtig krank. Das ist ja schlimmer als Bergen-Belsen, Mann. Das sind die modernen KZs. Ja, weil in Bergen-Belsen mussten die ihre Kotze nicht essen. Die haben sie freiwillig gegessen. Obwohl, das ist auch ähnlich schlimm. Alter, echt? Heutzutage noch sowas um... Oh mein Gott. Vor allem, wer will denn bitte freiwillig fett sein?
Ich meine, das ist das, wo man ausgepeitscht wird, wenn man nicht dünn genug ist. Das ist so einfach krank. In welchem Land ist denn das so? In vielen, oder? Ich weiß jetzt nicht genau. Vielleicht informiere ich mich mal und schreibe das mal in die Kommentare dann. Also, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das sind mehrere Länder. Okay. Mann, wir müssen mal irgendwie was mit größeren YouTubern machen, da hätte ich Bock zu. Ja, ja, das die, kriegen nur wir irgendwie schon noch fragt hin. Uns keiner. Ja, oh. Wir müssen die mal fragen. Ja. Nur es gibt halt welche, ich will jetzt nichts Schlechtes sagen, aber es kann doch auch sein, dass sie uns einfach ignorieren würden, oder? Das kann natürlich sein, weil es ist ja so, dass ich meine, guck mal, wie oft wir angeschrieben werden. Man kann, und ich wette, das hört nicht auf, nur weil die so viele Abonnenten haben, dass die Leute denken, das lohnt sich gar nicht, die anzuschreiben. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Du wirst immer noch andauernd von Leuten angeschrieben mit, was weiß ich, 14 Abonnenten oder so. Also nicht, dass ich das schlecht finde, ne? Ich finde, es ist ja auch so eine Art von Respekt, der uns damit gezeigt wird. Damit wird uns ja gesagt, hey, unsere Videos sind gut, manche wollen mitmachen, manche sind interessiert. So. Nur man kann einfach nicht mit jedem. Das Dumme ist... Ich habe jetzt schon Probleme bei Skype zu antworten und ich habe gerade mal 408 Kontakte oder so. Und ich komme jetzt schon nicht mehr hinterher. Da will ich gar nicht wissen, wie das ist, wenn du, was weiß ich, wenn wir 20.000 Abonnenten, 30.000 Abonnenten hätten, ne? Da könnte das Ganze schon wieder ganz anders aussehen. Dass mir Leute die Tür einrennen. Ja. Vielleicht biete auch an, eine für... genau, ich biete an, ihr dürft eine Minute in Johnny the Bananas Haus sein und kassiert dafür Geld, aber sagt ihr nix. Deswegen stinkt das bei mir immer so nach Angst, Hass und Verzweiflung. Nein, das waren die Burritos, die ich dir gegeben habe. Ach so, ja. Danke für den Diarrhö. Diarrhö. Ich weiß nicht mehr, von welchem Let's Player ich das hab, aber ich guck öfter mal Let's Plays von Horrorspielen, nicht nur von Gronkh oder so, sondern auch von anderen YouTubern, das sind nicht unbedingt... Hört man da irgendwie übers Headset, dass die Diarrhö haben? Nein! Aber da war mal eine Szene, ich glaube, das war sogar Outlast. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Let's Player das war. Vielleicht weiß das ja einer von den Zuschauern. Geht da so lang? So ein Klo. Die ganzen Wände zerstört bis in die Wand rein, Blut überall auf dem Boden und dann der Let's Player so als Kommentar, da hat einer Burritos gegessen. Cool. Oder war das Gronkh? Keine Ahnung. Das könnte doch Gronkh sein, der macht doch. Ja, das hört sich auch nach Gronkh an. Deswegen, ich bin mir nur nicht sicher, deswegen. Okay. Könnte von mir sein. Farm hier gerade erstmal die ganzen Erze. Alter, weißt du was? Es gibt U-Boot-Spinnen. Ich stehe hier so am Strand. Auf einmal kommt so richtig von unter Wasser taucht so eine Spinne auf und schwimmt her. Das war richtig komisch. Es gibt nicht eine U-Boot-Spinne, es gibt auch eine U-Bahn-Spinne. Die haben wir nie wieder gefunden. Ich wüsste gerne mal, wo die hin ist, ne? Bio und ich haben uns auch so eine Chuchu-Bahn gebaut, bloß halt ohne Lokomotive, nur halt ein normales Minecart mit Ofen drauf, das kennst du ja. Sind damit losgefahren und dann sind wir in Besucherhausen angekommen, ausgestiegen, eine Spinne springt rein, bringt einen Zug in Gang und und ist verschwunden und seitdem habe ich die nicht wieder gesehen. Geil. Hat erstmal euer Minecart geklaut. Ich glaube, da war noch Kohle drin. Lol. Ich hab da bestimmt 10 Kohle reingeworfen, weißt du, das ist viel. Läuft bei der Spinne. Magst du noch einmal entertainen? Okay. Dankeschön. Ich schlag nur mal eben diesen Enderman hier. So. Das muss so sein. Boah, ist mein Brot essen, damit ich ein bisschen Leben generiere, ja, sonst verreck ich noch. Scheiße verbaut. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist echt lästig, sich zu verbauen. Aber ich glaube, das kennt jeder. Das ist so wie lange Autofahrten stressen und keine Ahnung. Bremerhaven riecht nach Fisch. Das ist einfach so. Au, ich habe ein Spinnauge gegessen und irgendwie ging es mir dadurch nicht besser. Wie kommt das nur? Ja. Ich mache hier gerade so, dass man so
Besucherhausen so vom Wasser aus, damit das ein bisschen schöner ist, ne? Kann Robin euch ja gleich mal zeigen. Und ich kann ja auch was ankündigen. Ich schätze mal so MW2, mein Let's Play ist jetzt zur Hälfte hoch, zur Hälfte öffentlich. Und wenn das fertig ist, dann kommt, weiß ich noch gar nicht, entweder Battlefield 3 oder... Hab ich vergessen. Oder zock gar doch nichts. Mal Minesweeper. Ich habe gehört, das soll voll das Megaspiel sein. Nein, das zocken nur Opfer, so wie Multi... Also Robin, so, ne? Komische Ach, Leute. Der Penner, ne? Hast du dem wenigstens mal deine Meinung gesagt, dass das voll ein Arschloch ist? Nee, ich kam da noch nicht zu. Ach, schade, ich hätte gerne mal sein Gesicht gesehen. Mhm. So ein Arsch. So ein Arsch, ne? Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Ping, voll in die Fresse. Ping, voll in die Fresse. Sollte mir vielleicht mal Bergarbeiter-Rucksack mitnehmen. Solltest du vielleicht mal machen. Da ist noch Kohle. Hier war einer in der Höhle, aber hat sich die Kohle nicht mitgenommen. Das war garantiert ich. Seit ich Glück habe, macht es irgendwie Spaß, Kohle abzubauen. Ohne Scheiß. Das ist doch erfreulich. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was ich mit der Kohle machen soll. Ich glaube, ich mache die mal zur EU. Nee, das ist auch kacke. Schreibt's in die Kommentare, was ich mal mit Kohle machen soll. Auskacken. Diarrhö. Diarrhö, genau. Was schreibe ich in die Kommentare? Guckt sie voll nur eh nicht. Na gut, das stimmt. Sei froh, sonst wüsste ich irgendwie, wo deine Raketendinger sind. Die Bio abgeschossen hat. Ich werde das Dumme ist, es hat nicht funktioniert. Wir haben den Schalter umgelegt und ist nicht losgeflogen. Okay. Ich wette irgendwie in, keine Ahnung. Das war aber gut, dass er das gemacht hat. Ich hätte sonst einfach so gewartet. Ich hätte die, obwohl hätte ich die nochmal nachgeprüft. So voll wie ich bin, hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Vor Folge 1000 werde ich alles nochmal nachprüfen und mit einem Backup nochmal gucken, ob wirklich alles funktioniert. So als Sicherung. Ich wette, es ist irgendwo ein Besucherhausen oder so. Wer weiß? Hast du nicht gesagt, das ist ja genau unter deiner Villa. Ja, genau. Eine Rakete direkt unter deiner Villa, ne? Das wäre stumm. Nee, ich habe gesehen, dass sie von richtig weit weg kam, also ich weiß nicht. Nee, ich stand so in meiner Villa und da kam die halt so von oben, also kann die ja nicht unter meiner Villa sein. Über dir. Ja. Das ist so eine fliegende Insel aus durchsichtigen Blöcken. Aus durchsichtigem Diarrhö. Das wäre cool. Irgendwie wäre das, ich weiß nicht, stell dir vor, das fliegt in deinen Mund rein und du merkst es nicht. Das wäre irgendwie scheiße. Es ist ja unsichtbar. Ey, ich grad so, das wäre irgendwie scheiße. Mann, sowas passiert einfach, also dass man das so sagt. Wortspiel. So. Mhm. Hab ich dir das eigentlich auch schon mal erzählt mit dieser Quizshow, mit dieser Frage da, also mit dieser Quizshow da, wo die zwei, wo so ein Mann und so eine Frau übelst verkackt haben, bei so einer ganz einfachen Frage? Ja, du hast mir einen Link geschickt, das war cool. Ich fand das so lustig, ne? Zwei erwachsene Menschen, ne? Und legen das ganze Geld auf so eine behinderte Antwort, ne? Frage nicht richtig gelesen. Oder einfach nur dumm. Mhm. Muss man ja nicht wissen. Keine Ahnung, kann doch sein, dass man das nicht weiß. Obwohl, das lernt man doch in der Grundschule, oder nicht? Also ich bin mir sehr sicher, dass sie sowas in der Grundschule gelernt haben. Ja. Ja, und wo sollst du sonst was gelernt haben? Hast du doch nach der zweiten Klasse abgebrochen. Ja, ich habe als Zweitklässler gesagt, weißt du was? Ich werde Let's Play. Mhm. Und da hatte ich drei Kanäle hintereinander, aber die sind immer nichts geworden. Es irgendwie war meine Stimme nicht richtig. Doch heutzutage bin ich der perfekte Let's Player. Heutzutage ist sie Stimme immer noch nicht richtig. Ein wenig so anpassen und damit die Stimmung so regulieren, dass wir deabonniert werden. Okay. Nein, aber ernsthaft, jemand hat mir gesagt, ich hätte eine gute Stimme als Radio für den Radiosprecher. Das kann gut sein. Das hat mich sehr geehrt. Ja, hättest du, die ist so schön chillig, so schön am Morgen, so. Ja. Von dir möchte ich geweckt werden. Alter, das kam auch schon wieder so. Oh Mann. Ja, kann ich machen, wenn ich mal wieder bei dir übernachte oder du bei mir. Mhm.
Nur bei mir ist es ein bisschen eng. Weil Pablo wohnt hier jetzt. Nein, echt? Das ist ja cool. Ja, weißt du, der konnte seine Miete nicht mehr bezahlen. Da habe ich gesagt, komm, pennst du ein paar Wochen bei mir, bis du deinen Job wieder hast. Und, ja. Meinst du, er verdient so viel als Hundesitter, dass du sich eine eigene Wohnung leisten kann? Oh, er hat jetzt einen anderen Job. Von so einem fetten Kerl ist er jetzt engagiert bald. Ihm die ganze Zeit, ja, wenn er schwitzt, du weißt schon, da ein bisschen nachzuhören. So ein bisschen, die Brüste, die Männerbrüste da den Schweiß abwischen, ne? Ja. Das habe ich auch mal gemacht, so. Das habe ich sogar versucht zu studieren, nur mein Abitur war nicht gut genug, da braucht man 1,8. Ja. Ich habe übrigens auch mal als, also ich habe mal ein Praktikum in der Zahnarztpraxis gemacht und ich habe gearbeitet als der Typ, der die ganze Zeit am Schlauch saugt. Dieser Schlauch da, der das Wasser aus, also dein Speichel da wegsaugt. Da ist so ein langer Schlauch und am Ende sitzt halt immer so ein Praktikant, der das aufsaugt. ja. Oder was glaubst du, wo dein Speichel hingeht? Bestimmt nicht in so ein Gerät, also so das ist Science Fiction. Sowas gibt's doch. Ja, genau. Da sitzt so ein Typ am Ende des Schlauches und saugt das auf. Ich wette, das glauben uns die Leute auch noch. Also, junge Leute meine ich jetzt. Wir haben da bestimmt Zuschauer, die uns sowas abkaufen, oder? Weiß ich nicht, klar. Also man sollte mir und Johnny 70% was wir sagen, nicht glauben. Aber manchmal sagen wir auch richtig wahre Sachen. Ja, das sind eben diese 30%. Okay. Habe ich ja mal gesagt, das kann man in Arbeiten verwenden, aber sollte man nicht unbedingt. Das Dumme ist, ich finde nicht mehr raus. Bist du noch im Besucherhausen? Ja. Das ist gut. Ich habe mich in der Höhle verfranst. Aber ich habe so viele Rohstoffe... Nein! Aber ich habe so viele Rohstoffe schon wieder. Vergüntert, ne? Das ist echt krank. Ach, klaut er sich hier den Mützel? Hä? Nein. Gar nicht wahr. Ach verdammt, jetzt war ich zu Hause, hätte meine Schuhe aufladen können. Das mache ich jetzt mal. Ich bin mal gespannt, wie viel Kohle ich abgestaubt habe. So, Prinzessin. Kommt durch Schwarze durch ab jetzt. Leute, wie viele Vatire habe ich denn schon? Alter! So, kaiserliche Prinzessin kommt. Auch durch Schwarze. Alter, ich habe schon voll viele Mutationen. Muss ich nachher mal abchecken. Arbeitsame Prinzessin kommt durch Schwarze. Und hier haben wir eine irdene Prinzessin. Die kommt auch durch Schwarze. Irdene. Hier kommt die Arbeitsame rein. Mann, wie sich dieses scheiß Mützel hier überall ausbreitet. Ich meine, ich mache extra mühsam überall Erde hin und zack, ist überall Mützel. Ja, nur weil da ein Block dran war oder so. Man, ja, ich hasse das aber so. Das Gras wachsen. Das mal eben weg. Dann kann ich die vier Rohre entsorgen in meiner Truhe. Fängst du denn, wann machst du das denn da mit meinem Ding? Weil ich weiß nicht, wie lange wir noch aufnehmen. Jojo, ich fange gleich an. Ich möchte nur einmal den Filler da setzen bei diesem Berg, dass das mal gemacht ist. Und dann könnten wir im Prinzip, könnte ich im Prinzip dein Ding da machen. Ich check nur mal eben ab, wie das jetzt ist mit Erzen hier. Und dann tue ich die seidigen Waben da nochmal rein. 23 Eisen kann ich mir nehmen, Gold ist jetzt nicht so dringend. Dann packe ich hier mal das rein. Da, Alter, hab ich wie Quarz das. Kohle, Kohle, Kohle. Kiri, Kiri, Kiri. Und schon wieder 30 Euro kassiert. Ja, genau. We get YouTube. Nee, warte. We get YouTube Money. Das war nicht so gut, aber es war nett. So. Honigtropfen. Ich habe so viele Büchsen Honig, ne? Ich weiß gar nicht mehr wohin mit dem ganzen Quatsch. Und meine imprägnierten Gehäuse sind alle.
Ich brauche 27 Stück von den Kackdingern hier. Und ich habe 14. Verdammt.